der Kollege Harald Weinberg, Fraktion Die Linke, das Wort. Ja, sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich so, das merkt man jetzt auch an dieser Debatte, dass es natürlich immer eine Abwägung gibt, logischerweise, zwischen den Grundrechteeingriffen auf der einen Seite und natürlich dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung in Deutschland auf der anderen Seite. Und diese Abwägung, die haben wir natürlich in unserer eigenen Fraktion auch immer wieder zu treffen gehabt, auch bei den beiden Corona-Gesetzen, die verabschiedet worden sind. Wir haben immer wieder sozusagen drauf geguckt, was ist notwendig, was ist nicht notwendig, wie weit gehen diese Eingriffe. Und ich erinnere an dieser Stelle dann nur noch mal daran, wir haben beiden Corona-Gesetzen so nicht zugestimmt. Wir haben uns beim ersten enthalten und beim zweiten haben wir es abgelehnt, aus den Gründen, wo es um die Grundrechte-Eingriffe ging. Beim ersten war es im Wesentlichen halt eben die Versammlungsfreiheit. Und ich sage mal, so falsch haben wir da nicht gelegen, weil wir haben danach ja etliche Gerichtsurteile erlebt, wo sozusagen die Versammlungsfreiheit über Gerichte wieder durchgesetzt worden sind, die Demonstrationsfreiheit wieder durchgesetzt worden sind. Aber es ist in der Tat richtig, wir haben auch die Auffassung geteilt, dass in dieser ersten Phase der epidemischen Lage von nationaler Tragweite es richtig und wichtig war, die Kurve flach zu halten, die Kurve flach zu machen, also besonders schnell und entschlossen zu reagieren. Das ist erstmal etwas, was wir sozusagen dagegen sozusagen auch immer wieder abgewogen haben. Ja, die FDP-Fraktion, ich erinnere da auch noch mal an dieser Stelle dran, hat dem ersten Corona-Gesetz zugestimmt seinerzeit, beim zweiten halt eben sich abgelehnt. Und was allerdings schon irritiert, auch mich irritiert, ist die Geschmeidigkeit und auch nicht der geringe Populismus, der mit der Positionsveränderung der FDP auch einhergeht und einherging. Darin im Übrigen auch durchaus der AfD nicht unähnlich, die sich von, ich zitiere, die Regierung macht nicht genug und ist nicht entschlossen genug beim Schutz der Bevölkerung vor dem chinesischen Virus, damals halt eben genannt von Frau Weidel und Herr Krüpschaller, dann weitergegangen ist halt eben zu der Aussage, das greift alles zu sehr in die Grundrechte der Vermieter und Unternehmer ein. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von Herrn Meuthen, die Grundrechte von Vermietern und Unternehmern, nicht die Grundrechte der Bürger. Das sind die wesentlichen Zielpersonen ganz offensichtlich dieser Partei. Bei der FDP erlebten wir im März einen Fraktionsvorsitzenden, Christian Lindner, der meinte, wenn die Regierung schon früher auf die FDP zugegangen wäre, hätte sie schon früher Unterstützung für drastische Maßnahmen bekommen, das öffentliche Leben in unserem Land herunterzufahren. Dann später erlebten wir einen Wolfgang Kubicki, der meinte, dass die Menschen halt zu Hause bleiben sollten, wenn sie Angst vor dem Virus haben, und der dann auch noch das verschwörungstheoretische Narrativ bediente, als er mutmaßte, dass die Zahlen des Robert-Koch-Instituts den Eindruck vermittelten, politisch motiviert zu sein. Wirklich die Krone aufgesetzt hat dem dann noch der Herr Kemmerich, der Interims paar Tage Ministerpräsident von Thüringen, als er zusammen mit der AfD und Verschwörungstheoretikern unter dem Motto für eine zügige Öffnung der Wirtschaft nicht nur demonstrierte, sondern als Hauptredner auftrat. Bettet man nun die hier vorgelegene parlamentarische Initiative in diesen Kontext ein, dann bekommt das durchaus einen schalen Beigeschmack. Das will ich sagen. Aber ich will auch durchaus diesen Initiativen versuchen, gerecht zu werden, weil auch aus Sicht der Linken ist es vom Grundsatz her richtig, den Ausnahmezustand, den der Regierung weitreichende Sonderrechte einräumt und die Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive relativiert, so bald als irgend möglich aufzuheben. Und wenn ich Ihre Initiative richtig verstanden habe, ich denke, ich habe sie auch richtig verstanden, ist es ja auch nicht so, dass Sie sagen, jetzt weg mit allen Verordnungen und Anordnungen, sondern dass Sie sagen halt eben, die sollen erst einmal befristet gelten. Das hat ja auch hat Herr Henke schon darauf hingewiesen. Und sie sollen in der Zeit dieser Frist dann übergeführt werden in gesetzliche Maßnahmen. So. Wenn man das so sieht, dann ist es durchaus, und das sichere ich Ihnen auch zu, so, dass wir trotz dieses etwas merkwürdigen Spins, den ich eben dargestellt habe, Ihre Initiative im Ausschuss wohlwollend prüfen und kritisch begleiten werden. Mehr ist nicht drin, das ist richtig, aber immerhin, das ist ja schon mal was. Und ich denke halt eben, im Gegensatz zu einigen Vorrednern, habe ich den Aspekt, dass Sie da ja nicht im Prinzip sozusagen sagen, wir wollen jetzt alles einfach abschaffen, was sozusagen gemacht worden ist, richtig verstanden. Und insofern glaube ich, das ist zumindest schon mal ein wesentlicher, konstruktiver Beitrag zu einer gemeinsamen, vernünftigen Diskussion. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Weinberg. Nächste Rednerin ist die